Ihr habt ein Softwareprodukt und wollt weiter skalieren. Wie euch das Apple-Prinzip dabei helfen kann, das schauen wir uns im heutigen Video an. Was ist jetzt konkret das Apple-Prinzip? Das Apple-Prinzip im Endeffekt geht her und sagt, unsere Software wird auf das Minimum reduziert. Im Endeffekt, Simplicity is the ultimate sophistication. Also wenn ich nichts mehr wegnehmen kann, dann ist die Software perfekt. Und genau der Ansatz kann euch auch helfen zu skalieren. Weil du kennst das voraussichtlich, ihr habt ein erklärungsbedürftiges Softwareprodukt und wollt damit skalieren. Man macht zwar mit der Individualisierung ganz viel, ja, Umsatz, die Wertschöpfung ist einfach da ganz, ganz stark, aber wirklich wachsen kann man damit nicht, weil man langfristig auch seine Entwicklungskapazitäten auslastet und man muss manchmal sogar Kunden auf die, ja, lange Bank schieben, weil man gerade keine Zeit hat, weil man vielleicht ein großes Projekt angenommen hat. Das ist ein Kunde, den man nicht ablehnen wollte, der vielleicht extrem wichtig war als Referenz. Aber jetzt die Kunden, die anfragen, die vielleicht ganz nah am Standard kaufen wollten, für die habt ihr jetzt gerade keine Zeit. Und genau da kann das Apple-Prinzip helfen. Weil was macht Apple, wenn man das mal mit Android vergleicht, bei deren iOS zum Beispiel, mit dem iPhone? Da ist es so, dass sie wirklich sagen, du, wir verstehen unsere Kunden so sehr gut, so gut, dass wir die Software darauf anpassen können. Sie gehen wirklich hin und sagen, du, diese ganze Einstellungsmöglichkeiten, die sind total sinnlos. Wir geben die wichtigsten Dinge vor, wir recherchieren, wir analysieren und schauen, wie unsere Nutzer auch die Software benutzen und geben ihnen dann genau das, was sie brauchen. Zum Beispiel, das krasseste Beispiel, das ich gesehen habe, ist, wenn man ungeduldig auf seinem MacBook zum Beispiel auf dem Touch, auf dem Trackpad hin und her wischt, um im Endeffekt den Mauszeigers zu suchen, macht man einfach intuitiv. Das hat Apple erkannt und es wird automatisch, der Mauszeiger wird plötzlich so groß, dass man ihn viel, viel besser auf dem Bildschirm sieht. Und das klappt eben nur, wenn man seine Zielgruppe wirklich perfekt versteht. Man muss nicht wie bei Windows zum Beispiel in die Einstellungen reingehen, mit Steuerung irgendwas diesen Signalkreis dann aktivieren. Du kennst das voraussichtlich. Vor allem beim barrierefreien Arbeiten kann man eben einstellen, dass man eine Tastenkombination drückt und der Mauszeiger dann besser angezeigt wird. Was hat Apple gemacht? Die haben eben diese Bewegung im Endeffekt erkannt. Wer macht das nicht? Man schüttelt den Mauszeiger, um die Maus dann auch zu finden. Und genau das haben sie sich eben zunutze gemacht, dass man das nicht einstellen kann, dass man nicht ein Feature hinzunimmt, aktiv, dass der Kunde aktiviert, der User, sondern sie haben es einfach eingebaut und es wird aktiviert, wenn der Kunde eh was macht. Oder zum Beispiel ein anderes Beispiel, wenn man zum Beispiel einen Screenshot in einer Software macht, hatte ich auch schon oft gesehen, dass dann vorgeschlagen wird, du willst du das nicht per Link teilen? Kennst du das Feature schon? Also solche super im Kontext, sage ich mal, Hilfen für den Nutzer, die kann ich wirklich nur machen, wenn ich meine Zielgruppe auch perfekt verstehe. Und das ist genau das Apple-Prinzip, wo eure Kunden durch euren, ja, sage ich mal, durch eure Referenzen, durch euer Expertenwissen auch euren Weg annehmen sollten. Weil die Software sollte sich nicht an den Kunden anpassen, sondern umgekehrt. Konkretes Beispiel: Ein Freund von mir, der ist Head of IT in einem Konzern, die haben ca. 1000 Mitarbeiter, wie die das machen. Er sagt her und sagt, du, wenn es keine Standardsoftware gibt, wenn es Individualisierung ist, dann möchte ich die nicht haben, weil wir haben so einen kleinen Teil im Markt. Ich möchte nicht der Software vorgeben, wie wir da am besten uns verhalten. Und er sagt einfach, du, wir kaufen die Lösung, die es am Markt gibt. Der Softwarehersteller hat sich voraussichtlich Gedanken gemacht mit unserer Situation, mit unserer Herausforderung und ich nehme im Endeffekt gerne die Prozesse der Software an. Und da gibt es auch vor allem im Mittelstand, sage ich mal, sitzen viele auf dem hohen Ross und sagen, du, unsere Software, die muss speziell sein, die muss unsere Anforderungen auch erfüllen. Aber ganz oft, du kennst das, schlechte Prozesse digitalisiert sind immer noch schlechte Prozesse. Und da gibt es auch dieses riesige Vakuum, nenne ich mal, im IT- und Softwaremarkt, dass viele sich immer noch verbiegen, Angst haben, den Kunden zu verlieren und sich vor allem auch nicht abheben können und das nur durch die Individualisierung machen. Das passiert nur, wenn man den Kunden nicht klar machen kann, dass er bei euch einen Experten im Meeting hat oder vor sich hat. Weil wenn man immer nur das macht, was der Kunde macht, dann wird das manchmal so ein Riesen, nennen wir es mal Spaghetti-Code und auch die Lösung wird irgendwie so, ja, wie ein Gebäude, das man mit einer Lego-Steinen aufbaut. Das wird nie eine runde Sache. Aber wenn ihr euch wirklich mit einer Domäne beschäftigt, dann habt ihr die ganzen Probleme nicht. Anderes Beispiel, einer unserer Kunden meinte von wegen,
im ERP-Bereich, endlich können wir eine klare Linie fahren, welche Features wir hinzunehmen und welche nicht, weil wir endlich wissen, wer unsere Zielgruppe ist und müssen nicht immer diesen Kompromiss auffahren, weil wir sagen, die eine Zielgruppe kann das gebrauchen, die andere nicht und am Ende hat man ein Riesenprodukt, das so allgemein ist, dass es eigentlich schon wieder nicht hilfreich ist, das Ganze zu verkaufen und man geht wieder unter. Deshalb hier ist das Ziel wirklich zu sagen, in welcher Domäne haben wir Expertise, in welcher Domäne lohnt es sich auch zu positionieren, damit ihr das Apple-Prinzip anwenden könnt, damit der Kunde sich an die Software anpasst und nicht umgekehrt, weil das ist der einzige Weg, wie ihr wirklich skalieren könnt, ohne massig Mitarbeiter einzustellen. Deshalb, wenn du mal verstehen willst, wie man auch in eurer Situation skalieren kann, ohne zwingend Neueinstellungen, dann schreib mir gerne auf LinkedIn eine Nachricht. Wenn du dazu noch Fragen hast, konkret zu eurer Situation, die beantworte ich gerne. Dir weiterhin viel Erfolg, dein Software-Georg.